Hi und damit herzlich willkommen zu einem neuen Kanal, einfach Janosch. Und zur ersten Folge von Minecraft mit Janosch, Staffel 2. Viel Spaß! So, und damit herzlich willkommen zur lang ersehnten ersten Folge von Minecraft mit Janosch, Staffel 1. Ja, lange habe ich gewartet, bis ich die nächste Staffel begonnen habe. Jetzt wird sie beginnen. Ich habe hier eine neue Welt erstellt und ja, in der heutigen Folge wird es darum gehen, erstmal ein gewisses Überlebensbasis-Dings herzustellen, also dass man irgendwas ein bisschen hat, ein bisschen Holz, ein bisschen dies, ein bisschen das, und einen geeigneten Ort zu finden, wo wir die nächsten, ich denke jetzt mal 100 Folgen wird es ungefähr geben, also ist das Ziel zumindest mal, überleben werden und uns dann ein schönes Haus und einen schönen Ort zum Leben aufbauen können. Ich bin sehr hyped, ich habe jetzt schon lange kein Minecraft mehr gespielt, das heißt, ich bin wahrscheinlich wieder ein bisschen verloren. Aber wir werden hier einfach ein bisschen Holz mitnehmen, weil das ist eigentlich immer stabil, Holz mitzunehmen. Und falls ihr euch wundert, warum zum Beispiel jetzt, wie geht das schon wieder, Inventar, hier alles ein bisschen komisch aussieht, das ist die PlayStation-Version. Dementsprechend sieht alles immer ein wenig komisch aus vielleicht. Ein paar Stöckchen bauen, dann bauen wir die Werkbank mal hier hin. Mit der Werkbank können wir jetzt mal das bauen und das bauen und das bauen. Das hilft uns schon mal sehr. So, wir sind schon mal einigermaßen ausgerüstet. Das gefällt mir auf jeden Fall. Nein, das möchte ich so. Ja, dann die Holzachse ist auf jeden Fall gut für das Holz. Dann werden wir hier auch direkt ein paar Tierchen töten müssen. Hallo. Wir werden ja auch direkt einen Zombie töten, Digga. Und was waren denn das für Sounds? Habt ihr die gehört, Kapi? Ja, ich habe wieder auch wieder die... Ach, Digga, was mache ich hier, Digga? So, ich habe natürlich auch wieder ein paar Sounds drin. Eine Angel ist auch immer gut. Das können wir alles nach oben machen. Das auch, das tun wir hier hin. Das tun wir auch ein bisschen dahin. Und ja, ihr kennt ja, ich werde auch irgendwann dann eine Timelapse einblenden und ich hoffe, ich finde einen geeigneten Ort. Ich möchte gerne wieder wie in der letzten Staffel, eine Insel finden am besten, die auch umringt ist mit Bäumen. Das wäre auf jeden Fall babamäßig. Aber wir werden heute noch kein Haus bauen, das werden wir dann auf die nächste Folge verschieben. Das werde ich jetzt schon mal sagen, ja. Ihr könnt mir auch gerne Ideen in die Kommentare schreiben, falls ihr Ideen habt, was wir in dem in Minecraft mit Janosch machen können. Ich werde es ein bisschen ähnlich aufbauen wie Staffel 1, vielleicht auch der Anfang und so. Mashallah, wir können uns bald ein Bett noch craften. Das gefällt mir auch schon, wir brauchen dafür aber noch 3 Wolle. Ja, wie gesagt, ich werde, glaube ich, jetzt mal einen Timelapse einblenden, einen Ort finden oder wenn es irgendwie Action gibt, dann werden wir uns auch wieder sehen. Aber ich brauche halt auch ein bisschen Essen. Da müssen die Tierchen halt schon glauben, aber es ist ja nur Minecraft. Und ja, wir sehen uns dann nachher. So, ich melde mich nochmals kurz. Das Ding ist, ich möchte die erste Folge jetzt auch nicht allzu lange machen. Es ist mehr so eine Einführungsfolge. Deswegen versuche ich, ja, vielleicht schnell einen Ort zu finden. Beziehungsweise jetzt nicht auf Krampf, aber einen Ort, der mir halt gefällt. Aber ich weiß noch von der letzten Staffel, dass das ein wenig lange schon eine gewisse Zeit auch gedauert hat, bis man dann einen guten Ort gefunden hat. Aber naja, Digga, das ist jetzt das kleinste Problem. Hier habe ich noch ein paar Blumen mitgenommen für den neuen Ort. Ui, ein Schäfchen, das gefällt mir immer. Ja, wir brauchen halt... Weil, lieber holen wir jetzt das Essen, als irgendwann dann später, wenn wir dann keine Chance mehr haben. So. Und ich meine, Wolle brauchen wir ja so oder so. Wir brauchen noch ein Wolle, dann können wir uns wenigstens ein Bett craften mal. Das ist wenigstens mal die Hauptsache. Dann können wir jetzt die Nacht schlafen. Das ist schon mal wichtig und richtig. Und dann können wir uns hier irgendwo ein Bettchen craften. Ja. Und dann haben wir auch schon unser Bett. Und das gefällt mir auf jeden Fall. Das wird uns auf jeden Fall sehr viel bringen. In den späteren Tagen noch. Ja, essen können wir eigentlich auch. Essen können wir... Nein, hier... Das können wir da, das können wir da und das können wir hier hin machen. Ja, würde ich mal sagen, es ist so gut. Dann werdet ihr wieder ein bisschen die Timelapse sehen.
Digga, schaut euch mal das an, Digga. Ah, Digga, jetzt sieht man es wieder nicht. Wir müssen ja ein bisschen nach vorne. Digga, da oben ein Häuschen. Mit so einer Treppe hier nach unten. Wäre schon irgendwie cool, aber das könnte man vielleicht mal irgendwann anders machen. Aber da immer hochzukommen, runter zu steppen, Digga, das wird wahrscheinlich ewig dauern. Das habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Die Blumen mag ich tatsächlich. Ui. Einfach alles abholzen da und da die Insel bauen. Wäre auch eine Idee, theoretisch. Oder man könnte, ist da hinten das offene Meer? Ja. Manchmal, wir machen es nicht auf die dumme Art und Weise. Wir können uns jedoch sicher ein Bötchen craften. Eben, Digga. Ein Bötchen. Dann hauen wir das hier wieder ab. Das brauchen wir. Wir platzieren das Boot und dann können wir hier fahren. Kommt mir ein bisschen bekannt vor hier, der Ort. Sieht ein bisschen aus wie die alte Map. Ja, das alte Format kam ja extrem gut an damals. Das hat mir auch sehr gefallen. War für mich auch ein sehr tolles Projekt tatsächlich. Aber ja, im Endeffekt muss ich dann halt leider auch beenden. Ich habe es ja im anderen Video dann gesagt, eines Tages. Ja, irgendwann muss alles mal aufhören. Ui, aber hier draußen, aber ja. Jetzt wollen wir nicht über das Alte reden, sondern wieder über das Neue. Und okay, ist ein Pilzbiom oder irgendwas, das ist eine Höhle. Aber die sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus. Ja, hier sieht schon cool aus. Irgendwo hier vorne vielleicht. Wisst ihr, es muss ja auch keine Rieseninsel sein, ich kann ja auch sozusagen die Insel erweitern, aber wenn hier zwischen jetzt irgendwas wäre, wäre das auch schon cool. Dann könnt ihr das ein bisschen erweitern, das habe ich ja auch mal eine Folge gemacht. Aber wir wollen jetzt nicht so viel in alten Dingern schwenken. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, dass wir uns nicht zu sehr darauf konzentrieren. Gut, da vorne ist irgendwas. Ich sehe mich jetzt schon drin, denke ich. Ich habe einfach die alte Map auf einmal geöffnet. Aber nein, hier ist auch nichts. Eventuell da vorne. Ich möchte schon irgendwo auch hier in der Umgebung sein, auf jeden Fall. Wo man gut auch ein bisschen was um sich rum hat, aber auch nicht zu viel. Naja, ist ein bisschen schwierig, hier irgendwas zu finden. Ist leider kein offenes Meer. Ein Schildkrötchen. Dann fahren wir wieder mal da durch, vielleicht werden wir da was finden. Oh, ich habe was entdeckt, Digga. Ich habe was entdeckt, ja. Da gehen wir aber direkt mal hin. Und da können wir dann direkt auch noch schlafen gehen. Ich mache hier noch das Bett bereit. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Könnten wir abbauen aus einer Kiste. Das ist immer wichtig und richtig. Ja, nur nachts schlafen, sympathisch. Oder irgendwie hier ein bisschen übernachten. Das wäre ja auch cool. Können wir schon schlafen? Was ist da vorne? Sieht aus wie ein Dorf irgendwie. Oh, chillig. Ja, die erste Folge einfach komplett full mit solchen Sachen. Ja, einfach alles am Entdecken, perfekt. Gut, das heißt, wir haben schon mal die erste Nacht überlebt. Können wir das mit dem abbauen? Maschallah. Ich meine, hey. Mitnehmen, was man mitnehmen kann. Ja, wir hätten jetzt Eisen, könnten wir noch ein bisschen. Heiliges Blechle, Digga. Sieht ja ganz sexy aus, die Kiste. Digga. Also, das würde ich dann mal als guten Start bezeichnen. Digga. Ein Goldschwert verzaubert, alles verzaubert einmal. Was haben wir noch bekommen? Federn, das hier. Das heißt, wir könnten das Ding hier knapp fertigstellen. Nicht ganz, aber so einigermaßen. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt brauchen. Aber ja, gut. Ich fühle mich hier eigentlich schon ziemlich wohl. Ah, da sehe ich mich doch drin. Das könnte eigentlich chillig sein da vorne. Hier haben wir das. Dann hätten wir hier schon mal ein halbes Portal, theoretisch. Wir hätten da vorne noch für eine andere Folge so ein Riesenhaus. Da werde ich jetzt nicht hingehen. Das möchte ich. Also ich muss ja auch Content produzieren. Also sage ich jetzt ganz ehrlich und offen. Ich muss ja auch Ideen haben. Und das ist halt sowas, was für ein einzelnes Video
einfach perfekt ist. Ich glaube aber, ich fühle mich hier extrem wohl an dem Ort und ich glaube, habe ich jetzt mein Bildchen eingepackt? Ich glaube es irgendwo, irgendwann kennengelernt. So, bam, bam. Ja, ich denke, da vorne könnte man sich schon wohlfühlen. Auf dieser kleinen Insel da, die werden wir ein bisschen erweitern. Ich denke, wir haben unseren Ort gefunden. Eventuell werde ich da einen Durchgang bauen zum Strand oder so irgendwas. Aber ansonsten, wir dürfen auf jeden Fall nicht zu weit von hier weggehen. Weil ohne Kompass habe ich ein bisschen Angst, mein Zuhause nicht mehr zu finden. Obwohl ich da schon sehr verloren bin, zum Teil auch mit Kompass. Wir haben hier viele Bäume um uns herum. Ja, ich weiß nicht. Es ist ein cooler Ort, aber ich weiß nicht, ob wir uns hier komplett wohlfühlen, weil hier das ist zwar noch hier ein halbes Portal, das ist halt schon auch sympathisch. Da vorne haben wir noch was. Ja, ich habe eine Idee, wir gehen einfach in das Haus rein, bauen das komplett um. Das wär's. Nein, aber ich weiß nicht, das ist schon ein cooler Ort, aber irgendwie, ich glaube, ich werde noch ein bisschen rumschauen. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das da gut ist. Ist das gut? Also ich habe das, glaube ich, auch noch nie gefühlt gesehen. Aber auch hier gibt es nirgends eine kleine Insel. Wir könnten uns auch eine künstliche Insel bauen, theoretisch. Und da kommt, glaube ich, ein Dschungelbiom. Da wird es auch nicht besser. Ich weiß nicht. Also wir bauen uns einfach hier vorne irgendwo was hin. Was Kleines. Eine Art Dschungel. Dschungel. Der einzige Vorteil, den hier ist, man kann hier sehr viel entdecken. Das wäre auf jeden Fall für Entdeckungsfolgen extrem cool. Man kann das entdecken, man kann hier was entdecken, man kann überall was entdecken. Das könnte man gut ausnutzen. Das sieht schon prächtig mächtig aus. Digga. Was habe ich wieder für ein Glück? Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich suche halt einen Ort, wo wir auf dem Wasser sind, auf einer kleinen Insel, wo aber nicht zu viel um uns herum ist. So was in der Art suche ich. Ich glaube, hier wird es nicht mehr besser. Ich glaube, ich fahre wieder zurück und werde einfach da hinten irgendwo was bauen. Das war schon ein sehr sympathischer Ort da. Und ich glaube, ein Ort, wo man schon vieles hat, ist deutlich einfacher als ein Ort, wo man wenig hat. Von dem her nehmen wir hier noch das Zuckerrohr mit. Ja, das, was halt geht. So. Aber wir fahren dann einfach wieder zurück. Ich habe eine Idee, wir werden hier ein bisschen Sand sammeln. Den Sand sammeln und dann werden wir uns eine einigermaßen künstliche Insel bauen. Irgendwo habe ich jetzt hier irgendwas gefunden, um hier eine Insel drauf zu bauen. Also das jetzt hier, es wäre möglich. Wir gehen nach da vorne. Und hier haben wir alles ein bisschen um uns herum. Wir sind nicht unbedingt, wir sind ein bisschen... Hallihallo! Ah.
So, wir haben den getötet, sympathisch. Und wir setzen den ersten, das erste Ding für unsere Zukunft. So. Jetzt müssen wir hier nur noch einiges auch haben. Oh nein. So, wir müssen hier hoch oben. Gut, wir müssen erstmal eine 4x4 Platte hier bauen. Das wäre auf jeden Fall Hilfe. Ach, Digga. Machen wir so. 4x4, dann bauen wir hier noch. Ach, Digga. RIP. Ah, ich bin natürlich kein Minecraft-Profi. Man merkt es. Und dann hier noch ein wenig was. Dann können wir hier nämlich schon mal unser Bett hinstellen. Sympathisch. Dann bauen wir hier noch ein bisschen was nach unten. So, zack, zack. Hier noch ein bisschen was nach unten. Und hier noch ein bisschen was nach unten. Also, ja, mal schauen, ob das funktioniert. Ich hoffe es mal einigermaßen noch, dass wir einigermaßen genug haben. Dann haben wir hier mal eine kleine Plattform. Hier bauen wir das hin. Dann holen wir die Kiste nochmals heraus und die bauen wir auch dahin. Das Bett könnten wir eigentlich mehr hier hinstellen. Ja. Oder so. Und dann. Oh, das ist die Achse nach auch kaputt. Yep. Das so. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen was aufgestellt. Und dann bauen wir. Hoffentlich kennen wir das schon. Einen Ofen. Fehlen uns noch zwei Dinger. Gut, die werden wir uns nachher noch besorgen. Wir werden uns noch schnell kurz zwei. Manchmal, mal, wo ist das Bötchen? Ich denke, hier werden wir uns wohlfühlen. Ist der Start und der Beginn. Weil hier kamen sehr viele Kunden auch und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Gut, wir sind jetzt wieder hier. Jetzt werden wir noch schnell zwei Öfen bauen hier. Einen werden wir da hinstellen und den anderen da. Eventuell, aber nur eventuell, bräuchten wir vielleicht noch. Jetzt setzen wir noch Sticks. Und dann eventuell. Ah. Aber ja, das kann. Auch mitnehmen. Wieso können wir keine Fackeln bauen? Ja, das ist ein bisschen dull jetzt. Bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Gut, dann bauen wir auch keine Fackeln. Das können wir noch in die Mitte stellen. Können wir, glaube ich, da kann man nichts reinlegen. Ja gut, dann die Hälfte der Kohle packen wir hier rein, die andere packen wir da rein, dann hier packen wir mal das Fleisch rein und hier packen wir, geht das, den Sand theoretisch rein, dann haben wir doch auch schon einiges, so was wir hier am Braten sind. Und dementsprechend könnte man dann eigentlich auch schon sagen, das war es dann langsam mit dem heutigen Video. Ich glaube, wir bauen uns hier nochmals eine Kiste.
Ah, jetzt ist ein Doppelkäse da, ja. Endlich, Digga. Dann haben wir hier auch schon mal alles drin. Wir gehen nochmals schlafen, damit wir den nächsten Tag haben. Und dann würde man auch langsam sagen, das ist doch schon mal ein Anfang. Sympathisch. Ja. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich das heutige Video auch beenden. Was haben wir es jetzt gemacht? Wir haben einen neuen Ort gefunden. Wir haben uns hier schön aufgebaut. Ich glaube, das reicht mal für den Anfang. Und ja, an dieser Stelle würde ich auch sagen, ich hoffe, dir das Video gefallen. Ich würde mich sehr, sehr selber Kritik freuen. Und ciao. Euer Einfach Janosch. Ciao.